So, es ist jetzt 6.30 Uhr, wir sind gleich auf 3000 Meter und ja, wie man sieht, es ist ziemlich schön hier. Also wer nicht Frühaufsteher ist, kann ich wirklich empfehlen, probiert das mal aus. Es lohnt sich immer wieder mal früh aufzustehen und morgens in die Berge zu gehen. Sonne ist gerade aufgegangen, also ein bisschen diesig, aber prinzipiell eine super schöne Sache hier. Und da hinten werden so die nächsten Ziele, ne? Mal ein bisschen, ja. Es geht immer noch nach oben, das ist schön hier in den Alpen. Es gibt immer noch einen Weg, der höher ist. So, wir sind so auf 3250 Meter. Langsam wird es anstrengend, es ist furchtbar heiß. Und ich glaube, man sieht das ein bisschen, es ist jetzt doch ein bisschen steiler Aufstieg. Naja, gleich geht es den Felsen rüber, noch eine halbe Stunde vielleicht klettern oder so. Also sind wir oben und einfach nicht drüber nachdenken. Jetzt will ich auch wieder runter müssen, verdammt. Hallo zusammen. Graubünden. Ich bin mitten in Graubünden. Hinter der Kuppe da hinten ist der Piz Cash. Da kommen wir gerade her. Es ist jetzt Sonntagmittag, gleich 12. Zeit für ein Snüni oder für ein Mittagessen. Und ich nehme natürlich trotzdem Zeit für euch. Urlaub ist ja kein Grund, keine Videos zu machen. Und zwar geht es um Outdoor-Fotografie, hier Bergsport. Also gerade Hochtour ist das, also richtiges Bergsteigen. Und da ist natürlich die Frage, was nehme ich mit? Wenn ich jetzt wirklich privat für mich Bergsteigen gehen, weil die Frage wird mir auch häufig gestellt. Welche Kameras nehme ich mit, welche Objektive, welche Tasche und so weiter. Und Hochtour, wer das nicht kennt, ist so richtiges Bergsteigen, wie man sich das vorstellt. Also wirklich so mit Wanderteil, mit über den Gletscher gehen, mit Orientierungsschwierigkeiten, mit Klettern, mit sehr ausgesetzt, sehr lange. Wir sind jetzt seit 7,5 Stunden unterwegs und wir haben noch 1,5 Stunden, bis wir wieder am Pass sind unten. Also sind lange Tage und das ist schon ein rechtes Problem, halt auch mit dem Kopf. Konzentration, man kann sich einfach nicht mehr konzentrieren. Was ein Sicherheitsproblem ist, und für mich als Fotograf ist es halt auch ein Problem, weil mir hilft es halt, einfache Sachen zu haben. Da will ich keinen Schnickschnack haben und wenn ich 7 verschiedene Kameras und 37 Objektive und alles dabei habe, das wird nachher nichts. Was ich heute dabei habe, ist die Sony RX100 M3, so für die ganzen Snapshots so drumherum. Und dann habe ich zusätzlich dabei die Sony Alpha A6000 mit dem Samyang 12mm. Habe ich ja schon ein Video zu gemacht, bin ich nach wie vor ein riesen Fan von. Ist für sowas ideal, weil ich habe keinen Autofokus. Ich nehme die aus der Tasche und zwar habe ich sie wirklich umhängen hier in der Cosi-Spieltasche. Das heißt, ich kann sie hier einhändig rausnehmen. Ich habe in der anderen Hand einen Pickel zum Beispiel oder das Seil oder ich hänge irgendwo. Ich habe häufig wirklich nur eine Hand frei. Ich nehme das raus. Ich gucke beim Rausnehmen schon drauf, welche Blende eingestellt ist, weil das ja rein manuell alles. Ich sehe, welche Blende eingestellt ist. Ich sehe, welche Entfernung eingestellt ist. Kann das korrigieren, wenn es nicht stimmt. Und wenn es stimmt, und meistens stimmt das natürlich, weil ich es eigentlich fix lasse quasi, dann kann ich ein paar Fotos machen und stecke sie wieder weg. Ja, ich muss keinen Fokus machen, ich muss mir keine Gedanken machen. Ich muss einen Blick drauf werfen und weil es da mechanisch draufsteht quasi und ich keinen Elektronik-Schnickschnack habe, voilà, ich schieße Rohr, dann habe ich auch nachher weniger Probleme mit allem Möglichen, weil ich kann es nachher zu Hause in Ruhe, wenn ich einen Kaffee im Kopf habe, dann kann ich es auswerten. Und außerdem habe ich heute dabei die Fuji, die X100T 35mm. 35mm ist eine sehr sympathische Brennweite für Wandern. Also wenn ich nur eine Kamera, ein Objektiv, Fixbrennweite mitnehmen könnte, würde ich die A6000 mit dem Samyang nehmen. Einfach deswegen, weil ich am Berg häufig mich nicht frei bewegen kann und ich weit genug wegkomme für 35mm. Aber für die meisten Situationen ist 35mm eigentlich ideal. Wenn ich wirklich Sport-Action machen will, nehme ich 70-200er mit, aber für mich privat normalerweise nicht. Sondern nehme ich wirklich 35mm, damit arbeite ich auch die meiste Zeit. Und eben sonst jetzt auf dem Gletscher zum Beispiel hatte ich nur die Sony an der Seite. Während so bei den Pausen und so weiter nehme ich dann halt die Fuji. Das ist so das. Ich habe heute nicht dabei, obwohl sie im Auto liegt, die A7II mit dem 55mm Carl Zeiss. Nicht, weil es nicht sehr gut wäre und ich damit nicht tolle Fotos gemacht hätte, natürlich. Aber 55mm ist halt schon sehr eingeschränkt. Und da, ja, ich bin in der Landschaft, ich will die Landschaft zeigen, ich will die Weite zeigen, ich will Dramatik zeigen. Weitwinkel ist da viel intensiver. Oder halt richtig Zoom, ne? 170mm und dann halt komprimiert. Das kann man natürlich auch machen. Vom Tragen her, die Sony RX100 M3, die habe ich in der kleinen Hüfttasche, die ich meistens hier irgendwie am Rucksack irgendwo hängen habe. Die Fuji oder die Sony stecke ich halt hier in die Hüfttasche, damit sie immer griffbereit ist. Das so das. Worauf achte ich bei sowas? Ich achte vor allem darauf, dramatische Bilder zu machen. Ich will ja Bilder machen, die der normale Bergwanderer nicht macht. Heute ist so ein Tag, der ideal eigentlich, viel Wolken.
Das heißt, ich gucke auch mal ein bisschen, wo sind Licht und Schatten. Wir haben ganz viel Licht und Schatten. Ich meine, es ist mittags um 12 und ich sehe immer noch spannende Schatten. Und dadurch kriege ich ganze Grammatik. Dann versuche ich natürlich Leute, mit denen ich unterwegs bin, zu fotografieren, wenn die gerade irgendwo in Action sind, logisch. Und da wäre ein Zoom natürlich besser, weil ich flexibler bin. Weil ich mich meistens halt nicht frei bewegen kann. Aber da kann ich mal wieder nicht alles haben. Und da muss man halt drauf achten, muss man auch ein bisschen vorausschauen und sagen, okay, wenn sie da gleich um die Ecke kommt, dann ist sie eine Silhouette. Oder wenn sie da oben gleich irgendwie absteigen muss, dann sieht das bestimmt dramatisch aus. Oder vielleicht löst sie da ein paar Steine auf, da kann ich mal Ausschau halten oder whatever. Ich mache ja Sachen privat, die ich kenne, die ich gerne mache. Von so her habe ich ein bisschen eine Idee, was mich erwartet. So, vielleicht noch ganz kurz, wo bin ich hier? Das ist der Piz Cache, habe ich gesagt. Da hinten ist St. Moritz, da ist Davos, das kennt man vielleicht. Wir haben geparkt am Albula-Pass. Also eine super schöne Gegend hier, Graubünden in der Schweiz. Österreich ist gleich um die Ecke, Italien ist gleich um die Ecke. Also wer Outdoor-Ferien machen will, also viel, viel schöner als Graubünden wird das nicht. Kann ich euch wirklich sehr wärmstens empfehlen. Ist noch so ein bisschen, die Saison fängt gerade an, ist noch nicht so richtig voll alles hier. Also im Moment ist ideal, auch ideale Verhältnisse. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.